Hey meine Vogelfamilie und herzlich willkommen zu dem großen Update. Ihr habt es wahrscheinlich schon irgendwie im Titel gelesen, also ich weiß nicht, was im Titel steht. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, aber in diesem Video werde ich etwas verkünden, worauf ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe und ich sowas schon immer haben wollte. Ich habe euch ja schon gesagt oder ja, Bescheid gegeben, dass mein Freund und ich zusammenziehen werden mit den Wellensittichen. Und in diesem Video möchte ich euch so ein bisschen erzählen, in welche Wohnung es überhaupt geht, wie viele Zimmer, wie groß, wo die Wellensittiche hinkommen und so weiter, wie das läuft mit dem Umzug. Einfach damit ihr euch später in den Vlogs nicht so überrumpelt fühlt, dass ich euch einfach jetzt schon so vorab ein paar Informationen geben kann. Falls noch Fragen offen sind oder ihr allgemein Fragen bezüglich der Willis oder der Wohnung irgendwie habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Dann drehe ich dazu einfach nochmal irgendwie ein Fragen- und Antwort-Video, wenn dann wirklich viele Fragen dazu kommen. Ich fange einfach mal ein bisschen weiter von vorne an. Kann sein, dass das Video wieder ein bisschen länger geht. Holt euch einfach irgendwas zu trinken oder was zu essen, je nachdem, was ihr lieber mögt. Mein Freund und ich, wir sind ja dieses Jahr am 10.10. 6 Jahre schon zusammen und wir wollten eigentlich schon ja, länger zusammenziehen, aber das hat immer nicht gepasst vom Geld her, weil ich noch in der Ausbildung war und er am Studieren ist und das hätte einfach nicht gepasst. Mittlerweile ist es ja so, dass ich meine Ausbildung abgeschlossen habe und Vollzeit arbeite im Büro und deswegen klappt das mit der Wohnung. Wir haben uns in der letzten Zeit 3 Wohnungen angesehen, 2 Wohnungen mit 2 Zimmern und eine Wohnung mit 3 Zimmern. Und die Wohnungen mit 2 Zimmern haben wir schlussendlich, ja, wie sagt man das, ausgegrenzt? Ich weiß gerade nicht das Wort dazu. Wir haben auf jeden Fall uns entschlossen, dass eine Zweizimmerwohnung zu klein ist. Also wir haben es ausgeschlossen, genau. Ich habe schon sehr viele Videos gedreht heute. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen durcheinander bin. Wir haben gesagt, dass 2 Zimmer für uns 2 Personen und die 6 Wellensittiche zu klein ist. Denn das, was wir wollten, einfach ein bisschen mehr, ja, wie sagt man das, Privatsphäre, das hätten wir in den 2 Zimmern nicht bekommen. Im Moment ist es ja so, dass wir in meinem Kinderzimmer leben, wohnen mit 6 Wellensittichen und ja, sie sind einfach sehr laut, sie haben wenig Platz da drin und wir möchten einfach das etwas größer haben, dass wir auch mehr Privatsphäre haben. In einer Zweizimmerwohnung wäre es dann eigentlich genau das gleiche, nur dass wir ein Schlafzimmer haben, aber die Wellis würden trotzdem im Wohnzimmer stehen, wahrscheinlich mit offener Küche dann auch und da sehe ich sehr, sehr viele Probleme. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Falls ihr ja Vögel habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ja, wo ihr lebt. Habt ihr ein Haus mit vielen Räumen? Wohnt ihr in einer Zwei-Zimmer-Wohnung? Wohnt ihr vielleicht noch zu Hause? Schreibt mir das gerne mal, weil das interessiert mich wirklich. Wir haben uns jetzt gegen eine Zwei-Zimmer-Wohnung entschieden, weil ich mir dachte, wenn die Wellensittiche in der Stube stehen mit der offenen Küche, wird es schwierig, weil sie beim Kochen rein müssen, damit sie nicht auf dem Herd landen oder im Ofen oder in offenen Getränkedosen, die wir dann irgendwie stehen haben, offene Gläser. Ich müsste das alles abdecken. Wenn wir irgendwie Besuch haben und die vorbeikommen, bin ich immer nur dabei, den Leuten zu sagen, hey, passt auf, wo ihr hingeht, weil ich habe Wellensittiche, die nicht fliegen können. Ich wäre also nur dabei, zu gucken, dass sich alle so gesehen gut benehmen und aufpassen und die Gläser abgedeckt werden. Ich hätte irgendwie keine richtige Ruhe. Auch mit Dekoration ist das ja so, zu Weihnachten zum Beispiel. Ich liebe Weihnachten und ich möchte gerne dekorieren zu Weihnachten, Sachen mit Glitzer und so weiter. Das wäre mit den Wellensittichen nicht möglich, da Glitzer für sie giftig ist. Das ist einfach nicht gut. Das heißt, ich kann mich auch nicht wieder so ganz, ja, wie sagt man das, ausleben, so wie ich mir das vorstelle. Das heißt, wir haben uns die Dreizimmerwohnung angeguckt und ich habe mich sofort verliebt in diese Wohnung. Ja, für die Leute, die wissen, wo ich wohne, ich bin genau dort geblieben, wo ich schon gewohnt habe. Nur für die, die mich vielleicht persönlich kennen, ich bin nicht weit weggezogen. Also ich wohne von meinem, von meinem Elternhaus circa 10 Minuten entfernt mit dem Auto. Das ist echt nicht weit. Das ist natürlich auch das Gute, wenn wir mal in den Urlaub fahren oder in den Urlaub fliegen, dass meine Eltern auf die Wellensittiche aufpassen können und die Wellensittiche von der Wohnung nicht weg müssen. Ich muss sie nicht irgendwo hinfahren, nicht irgendwo abgeben, sondern meine Eltern würden zu meiner Wohnung fahren und sich dort um die Wellensittiche kümmern und die versorgen. Das ist natürlich top.
Also, wir haben uns schlussendlich für eine Dreizimmerwohnung entschieden. Die Wohnung hat 92 Quadratmeter oder circa 92 Quadratmeter, so steht es auf jeden Fall auf dem Zettel. Genau, für die haben wir uns entschieden. Es ist eine Dachgeschosswohnung, allerdings auch ein Neubau. Also wir hatten uns erst Sorgen gemacht, dass Dachgeschoss natürlich ziemlich warm wird im Sommer, aber da das Gebäude 2019 gebaut wurde und wir haben nur eine Familie als Vormieter darin, das Gebäude an sich ist einfach sehr gut isoliert, weil es halt ja die neuesten Standards hat, dann sage ich mal irgendwie, was da sein muss. Und falls es im Sommer zu warm werden sollte, dann würde ich einfach eine Klimaanlage kaufen oder sowas. Deswegen fanden wir das gar nicht mehr so schlimm mit dem Dachgeschoss und haben uns für diese Wohnung entschieden. Derzeit warten wir noch auf den Mietvertrag. Wir haben die Zusage allerdings schon erhalten. Wenn ihr dieses Video aber gerade seht, dann ist der Mietvertrag unterschrieben, denn vorher werde ich das nicht hochladen. Deswegen, yay, wenn ihr das Video seht, wir haben eine Wohnung. Dann wollte ich euch noch mitteilen, die große Ankündigung, die wahrscheinlich schon seit 10 Minuten im Titel steht und ihr das schon längst wisst. Und zwar haben wir nicht ohne Grund uns dann eben für drei Zimmer entschieden. Es gibt dann tatsächlich ein Wellensittichzimmer und ich freue mich riesig auf das Planen, auf das Gestalten, darauf, wie die Wellensittiche reagieren und wie ich das alles einfach anbaue. Und da kommt ihr auch mit ins Spiel, falls ihr Tipps und eigene Erfahrungen habt im Bereich Wellensittichzimmer, wie man das am besten machen kann oder eben halt auch lieber nicht machen sollte, schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Das Wellensittichzimmer hätte eine Größe von circa 15 Quadratmetern, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall in die Richtung 15 Quadratmeter. Und es hat auch eine Fensterfront. Ich kann euch leider noch keine Bilder einblenden, weil wir noch nicht so viele haben. Ich werde euch allerdings eine leere Roomtour dann zeigen, sobald Schlüsselübergabe ist. Dann werdet ihr das auch alles sehen. Also ich finde das Zimmer echt top. Wir müssen auch überhaupt nichts streichen oder tapezieren. Es ist halt alles auch neu. Und ich bin mega gespannt. Es werden dazu mehrere Videos kommen, wie wir das Ganze planen, wie wir das gestalten und einfach, wie das alles abläuft. Einige hatten auch schon gefragt, ob ich dann den Käfig überhaupt mitnehme, ob es einen neuen Käfig gibt und wie das so ist. Also ich werde den Madeira 3 definitiv mitnehmen. Das wird weiterhin der Käfig oder der, ja, Schlaf- und Futterort meiner Wellensittiche bleiben und von diesem Käfig aus werde ich dann alles weitere anbauen an Seilen und Ästen und so weiter, weil ich ja wie gesagt Wellensittiche auch habe, die nicht fliegen können. Deswegen finde ich ein Käfig als Schlafplatz und Anlaufstelle als Hauptplatz immer noch sehr wichtig für meine Wellensittiche und das möchte ich gerne beibehalten mit dem Käfig. Und ja, genau, so sieht es bis jetzt aus. Wir haben Stand jetzt schon sehr, sehr viel eingepackt bei mir zu Hause und auch bei meinem Freund haben wir schon sehr viel eingepackt. Wir haben sehr, sehr viele Möbel und auch Zubehör, die wir übernehmen können, also was wir nicht neu kaufen müssen. Was natürlich super ist, damit man einfach ein bisschen spart, denn die Miete ist relativ hoch. Es ist eine Dreizimmerwohnung, es ist Neubau und da ich in Vollzeit alleine arbeite, sage ich mal, und mein Freund noch studiert, müssen wir schauen, dass es halt passt. Aber ich bin da guter Dinge und hoffe, dass das auch alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Demnächst geht es dann auf jeden Fall los mit dem Umzug und dann werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben geplant, dass wir erst die Wohnung soweit fertig machen, also Möbel aufbauen, alles was dazugehört und die Wellensittiche werden ganz zum Schluss dazukommen. Also die werden wir ganz zum Schluss in die neue Wohnung holen, damit sie das alles nicht mitbekommen, wenn es da ein bisschen lauter wird und wir das alles zusammenbauen, weil ich sie nicht verschrecken möchte. Und wir werden sie dann wahrscheinlich in den Draußenkäfig tun. Das ist ja der kleinere Käfig, den kennt ihr bestimmt auch. Und dann werden wir sie einfach mit dem Auto dorthin fahren. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit mit euch und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!